Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu The Suicide of Rachel Foster. Ja, wir haben im letzten Part versucht zu fliehen, nur leider haben wir unsere Autoschlüssel verloren und das Garagentor geht nicht auf. Dementsprechend sind wir gezwungen, hier zu bleiben für eine Nacht. Haben uns aber auch ein bisschen mit Irving so ein bisschen mehr angefreundet. Also wir sind jetzt, kommen wir besser miteinander klar. Er hat auch gesagt, dass jederzeit, wenn wir irgendwas brauchen, er sofort melden können, auch einfach nur reden können. Und naja, wir sind jetzt gerade auf der Suche nach dem Heizofen hier im Keller. Denn wir wollen duschen gehen. Und dafür wäre natürlich warmes Wasser ganz angenehm. Denn ich glaube, in der Kälte hier wäre so kaltes Bad, kalte Dusche nicht so geil. Wir haben auch beim letzten Mal ein bisschen hier erkundet und erfahren, dass wir einfach wirklich überall hinkommen, wo wir wollen. Aber das sollten wir vielleicht lassen. Nee, warte, hier gingst du zur Kirche. Ich war gerade. Hallo. Ja, wir müssen auf jeden Fall erstmal gucken, wo wir hier denn so unterwegs sind. Boiler Room, da werden wir wahrscheinlich rein müssen, ne? Der ist ja hier in der Nähe auf jeden Fall. Der müsste. Ist das der Boiler Room? Hydraulikpumpe, Ofen, das sieht sehr gut aus. Kann ich noch, habe ich letztens schon gesehen und dachte mir so, den muss ich bestimmt irgendwann klicken. How's it going? It looks real complicated. Furnaces are all the same. Can you see the control panel? I guess. What does the pressure gauge read? Huh? The thing that looks like a clock. Looks like 220. Oh. I don't like the sound of. Oh. It should be more like 210 psi. Pressure's building. You saying I have a choice between freezing or blowing up? No. Push the green button. It's the starter. Old farting ghost, you rank spirit. Wake up! Huh? Nothing. Just talking to an old friend. Knopf. Tip-top shape, I'd say. You were right. The furnace is haunted. Now you've got hot water. You have no idea how grateful I am. Just doing my job. Oh Mann, ich mag Irvin. Der ist echt ein super Typ. Würde ich mal behaupten, gehen wir mal nach oben in unser Zimmer. Ich werde ein bisschen duschen. Give me some good news. Just letting you know that the rooms will heat up before the hallways. I just want to go to bed. Did you find a room you feel comfortable in? Yeah, my old room. It's exactly like I left it. Leonard cleaned it, but he didn't touch a thing. Same as you left it? Exactly. How does that make you feel? They teach psych classes at FEMA. Well, just being nice. It's endearing. But I'm not 16 anymore. There's lots of other rooms in the hotel. No. I think I'll sleep just fine. Okay. Ich glaube, so langsam bekomme ich einen Dreh raus für dieses Hotel, wo ich lang muss. Aber nur so ganz langsam. Die Karte ist irgendwie auch sehr verwirrend. Das Problem ist eben, dass nicht angezeigt wird, wo ich genau bin. Sondern es wird einfach nur die Karte gezeigt. Und ich muss dann irgendwie selber rausfinden, so, das Zimmer habe ich gerade gesehen oder da war ich. Nee, ein weiter muss ich. Da vorne links muss ich. Ja. Master Suite. Hallo. Machen wir die Tür zu. Irving Crawford, FEMA. Hey. Hey. Listen, I just wanted to say, if I came across as obnoxious... No problemo. I get it. Almost feels like I'm getting used to being here again. Whatever. Forget it, I'm beat, and I'm rambling. No. From the rumors that went around the valley about when you left the hotel, and all that rush, well... Right, I forgot. The Wilsonian mythology. Sorta. Now I'm just gonna
chill in my room, with the posters of my favorite bands, playing my old bass, totally unplugged. You play the bass? I suck. I wanted to thank you. Knowing that I'm not alone here is a huge deal. Yeah, well, thank you for, listening and not freezing to death in your car. So I owe you my life, then. Wow. It's just... Your job. I know. Night. Night. Duschen ist nicht so dein Ding. Okay, ich dachte, du wolltest duschen, aber anscheinend doch nicht. Gut, dann gehst du eben einfach schlafen. Hauptsache, ich mach den Heizofen an. Hä, will ich schlafen gehen? Ebers. Oh. Wir sehen zum ersten Mal ihre Hände. Die ist nicht nur ein Geist. Tag 2. Ich bin gespannt. Okay, wieso auch immer wir hier jetzt rumstehen. Aber finde ich gut. Morning. Good morning, Nicole. Get any sleep? I slept like a rock. I forgot my bed was so comfy. So, any news? What? Is the situation on the roads any better? Just, give me a sec to get it together. Maybe I need some coffee. I didn't get any shut-eye last night, and... Wait, you didn't sleep? Like, at all? I thought you might need something, and... But... Aww. I... Oh, das ist voll cute. Because of me? I'm a workaholic. Was könnte ich wohl antworten? So, meteorologists are predicting a peak real soon, probably tonight. You can't move, not just yet. In theory, what do you want to do? I'm hungry. I'm gonna eat first, then I'll think about it. It's time for you to take a tour of the pantry. Deal. I could eat a horse right now. The baked beans will be scrumptious. klingt doch super. Okay. Ja, warte, Moment. Ich gehe hier voll den Umweg. Deswegen bin ich auch hier vorne gespawnt. Gespawnt, das hätte ich auch gut. Hier vorne gestartet, weil ich direkt hier die Treppe runtergehen kann. Dann bin ich ja direkt im Restaurant. So. Ist hier der Storage Room? Das sieht gut aus. Nicole? Irving? How long has it been since someone's inspected the pantry? Inspected? You mean stocked? I just like to know if I should choose between malnutrition and food poisoning. There'll be tons of things to eat. Hmm. Oh, definitely no mice or roaches. Pretty sure about that. When I was growing up, I used to love chasing mice. Now they're gonna chase me. You'll see. There's nothing to worry about. For a while, I hid an ant farm in the closet. I think Leonard suggested it. One morning, my bed was swarming with ants. You must have freaked out. My mother did. The ant farm ended up straight in the trash. Your career as an entomologist nipped in the bud. Didn't think I still remembered all these little things. Ha 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 ha.
Das ist ein bisschen ekelhaft vorzustellen. Ist hier mit der Storage gerufen? Ja, das war hier gemeint, oder? Hier muss ja schon irgendwas zu essen sein. Aber sie möchte diese Kisten nicht öffnen, gut. Dann nicht. Ne, warte, hier ging es dahin, dann gehe ich auf die andere Seite. Moment. Oder müssen wir in den Fridge? Wahrscheinlich, ne? Wir müssen wahrscheinlich in den Fridge reinlaufen. Ja, im Küchenbereich. Gut. Hier ging es nicht dahin, dann geht es doch da vorne lang. Dudel-dudel-du. So, und jetzt geradeaus. Vorne müsste die Küche gleich sein. Ja, hier ist sie. Und davor ist der Storage Room. Hier waren wir ja schon mal mit leckeren Früchten, die hier rumgammeln. There's some food, but it looks moldy. Weird. I didn't expect that. There's a freezer. Take a look there. Okay. Okay, Freezer. Weil wir sind gerade hier im Storage Room, ne? Dann müssen wir raus, links, rechts, links. Okay, das ist diese Tür, die gerade so komisch aussah. Die so besonders aussieht. Hier direkt um die Ecke. Wow. Das ist cold. Oh nein. Oh nein. Erfrierungstod der Raumschiff freigeschaltet. Hey, you kidding? Hallo? Almost forgot. There might be a problem with the fridge door. Just make sure it doesn't close. I can tell. What? It would have been more useful to know that before I got locked in. Oh, holy shit. I'm a freaking space cadet. Yeah. I could have died in there. Das war eine sehr schnelle Antwort, aber ich habe es doch noch geschafft, hoffentlich. Okay. Mikrowelle könnte nützlich sein. Okay, gut. Ich dachte gerade, ich hätte irgendwas Falsches gemacht und würde jetzt sterben. Ich war schon... Alter, was soll denn das hier? Ich würde mich so unwohl fühlen, hier alleine zu sein. Ich hätte Angst, dass irgendjemand aus irgendwelchen Türen rauskommt. Well. was tue ich jetzt, während ich warte? Machen wir die Türen hier zu. War die Tür hat eben auch schon rausgebrochen. Oh, Essen ist fertig. Warum haben die eigentlich so Fertigsuppen, so Mikrowellenessen im Kühlschrank hier in einem Hotel? Aha. Sorry to interrupt your continental breakfast. I got a hold of Mr. Jenkins, the attorney. About time. When's he getting here? He tried to make it. His car ended up in a ditch between York Road and Valley. Oh, come on. He called 911 after just a mile. Well, I might as well finish the inspection. I can do it without Jenkins. He told me to give you a message.
here it is. He says to... this is a swear word, and you don't need to hear it. Nicole, at this point, start assessing the general conditions of the hotel on your own. Jot down what you want to keep. I recommend you start with the second floor. It's surely the most damaged. Please, only call me if you've got good news. Okay, second floor. Let's do this. So, zur nächsten Treppe. Aber es war ja irgendwie zu erwarten, ne? Dass wir hier noch ein bisschen länger bleiben. Das war ja echt ein bisschen zu erwarten. Dass das hier nicht so läuft, wie sich das die gute Nicole erhofft hätte. Bei dem Second Floor waren wir noch gar nicht, ne? Ich glaube nicht, ne? Nee. Wir waren im First Floor. Na, was? Was war das für ein Geräusch? Weird. Okay, kommen wir. Hier kommen wir rein, okay. Schimmel. There's some serious water stains on the second floor. That floor is pretty run down. There's some windows missing and water damage too. Yeah. Na, das klingt doch gut bei einem Schneesturm, dass da Fenster fehlen. Oh, Gottes Willen. Haben wir in irgendein Zimmer rein? Ja, das sieht Stephanie. Noch mehr Schimmel. From what I can see, I can't rule out serious damage. Refurbishment was scheduled, but they never finished. Here I am. What's up? The hallway on the second floor is cut off. The door to the west wing is locked. Your father started renovations, but he didn't get the bank loan and had to stop. Leonard's attic is at the end of the hallway. His man cave. Does that mean something to you? I tried so hard to forget about that room for years. Anyway, the west wing is pretty run down after all this time with no windows. Hello? You there? You always have an answer to everything. What do you mean? I've joked about it, but it's not funny anymore. I don't understand, Nicole. You know how to turn on the furnace. You know where to find food, and that the fridge door is busted. You know my family's story and the hotels. It's up to FEMA to deliver the supplies to isolated places like the Timberline. I've been up there with the truck every month since I've been on duty. Is something wrong? How should I have known that, huh? I don't know. I don't know what you know and what you don't know. What difference does it make? None. I'm sorry if I upset you. No one can upset me. I better keep doing the inspection. Ja, das habe ich aber auch schon die ganze Zeit gedacht. Ich war so, irgendwie, der hat aber, ne, also, so weiß er wirklich alles. Egal, wo wir sind, er weiß immer so, okay, aha. Ja, Kostenplan abgelehnt. Egal, was für ein Problem es gibt, er weiß immer so, ah, da musst du das machen, da kannst du das machen, da und das. Okay. Ah ja. Interesting. Very interesting hier. Checkliste. Ich hasse, dass man nicht ranzoomen kann. Das ist wirklich ganz, ganz schlimm. Man kann halt nur in der normalen Sicht so ranzoomen. Man kann halt nicht wirklich gucken. Was steht denn da?
Irgendwas von Gestank und von Geräuschen im Flur. Oder von Lärm, eher gesagt, im Flur. Ansonsten ist hier nichts. Das Telefon klingelt. Hallo? Ja. Hallo? Who is this? Who the hell are you? Rachel is still there. Don't sell the hotel. Is this a joke? Who is this? Don't do anything stupid. You're gonna pay for this lame-ass joke. I have a phone, a cell phone. I'm talking with FEMA, and I'm gonna get them to call the sheriff. What the fuck? Rachel is still here. Ja, das klingt natürlich jetzt nicht so gut. Was sind das für Geräusche, Alter? Was ist das hier? Bin ich das? Mit diesen... Hm, hm? You pissed at me? I don't have time to rehash my past with you. I've got a different problem. Someone just called the hotel. What? Who? It was a bad connection. What did they want? They said, Rachel is alive. Don't sell the hotel. Idiot. There's something else that doesn't make sense. The phone lines are down. Leonard stopped paying the bill months ago. I'll ask someone to run a check. I didn't know FEMA had FBI authority. Around these parts, time passes in a different way. Some stories seem like they've been forgotten, but actually they just sink down. Sink down? Like tea leaves in a cup. I think I get it, almost. That girl's death, Rachel, it was the result of painful events, and now it's someone's obsession. You talking about anyone in particular? Well, her death ruined two families that everyone looked up to. Yours and Rachel's. Your father, McGrath, the genius astrophysicist, and Rachel's father, the upstanding Reverend Foster, known all over the county. Not something easy to forget around here. You know what I think? They can go get fucked, every one of them. I know what we went through. No one else. Fuck them. True. Tag 3. Aber ich würde sagen, ich mache hier einmal einen Cut und wir sehen uns nächsten Part wieder von The Suicide of Rachel Foster. Und bis dahin sage ich ciao.